Kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs wurde Dresden zerstört. Eine der schönsten Städte Deutschlands und Europas. In der Nacht vom 13. auf den 14. Februar 1945 warfen über 700 britische Bomber zunächst gewaltige Mengen an Sprengbomben auf die ungeschützte Stadt ab. Die Dächer und Fenster tausender Gebäude wurden zerstört. Die danach abgeworfenen Brandbomben konnten hierdurch noch verheerender wirken. Der Feuersturm zerstörte etwa 80.000 Wohnungen. Dem britischen Angriff in der Nacht folgte am 15. Februar die Flächenbombardierung durch über 300 US-Bomber am Tag. Dresden brannte 7 Tage lang. Das Ziel der Angriffe waren nicht etwa Eisenbahnknotenpunkte oder Industrieanlagen, sondern die prächtige, historische, dicht bevölkerte Innenstadt. Es wurden keine militärischen, sondern vorrangig zivile Ziele angegriffen. Eine staatliche Historikerkommission kam 2010 zu dem Ergebnis, es habe maximal 25.000 Tote gegeben. Andere Berechnungen liegen deutlich höher, zumal die Stadt damals mit zahllosen Flüchtlingen aus den deutschen Ostgebieten überfüllt war. Flüchtlinge aus Schlesien strömen nach Dresden. Warum spreche ich über diesen Jahrestag? Weil wir der deutschen Opfer gedenken wollen. Denn alliierte Gewalttaten haben unzähligen Landsleuten das Leben gekostet. Wer waren die Opfer? Vielleicht jemand, in den deine Urgroßmutter sich einmal verliebt hat. Vielleicht ein Schulkamerad deines Großvaters. Vielleicht ein Großonkel von dir. Wer waren die Opfer? Wer kennt ihren Namen? Nach Dresden bombardierten die Briten Pforzheim, ein Zentrum für Schmuck und Uhrmacherei. 17.000 der 53.000 Einwohner Pforzheims kamen hier bei ums Leben. Ich will nicht erinnern, um Rechnungen aufzumachen und Gräben aufzureißen zwischen Menschen und Völkern. Das geschieht schon viel zu viel mit der sogenannten Vergangenheitsbewältigung. Und da wird meist nur ein Teil des Bildes gezeigt. Da sind Deutsche immer nur die Täter. Millionen unserer Landsleute, unserer Ahnen, waren aber Opfer. Hunderttausende Zivilisten starben allein bei den Bombenangriffen auf zahllose deutsche Städte. Sehr viele Dresdner gedenken jedes Jahr dem Angriff auf ihre Stadt. Liebe Dresdner, ich bin stolz auf euch, auf euren Mut und euer Geschichtsbewusstsein. Ihr seid ein Beispiel für ganz Deutschland. Und uns allen steht ein langer Kampf gegen das Vergessen bevor.